Ich bin sehr aufgeregt. Also, nein, aufgeregt ist das falsche Wort. Ich bin sehr interessiert, ja, an diesem Spiel. Es ist eine Demo. Und die Musik und die Optik und so weiter versprechen schon irgendwie das zu werden, was das Spiel verspricht zu werden. Was rede ich da eigentlich? Moment, kurz. Mausrad hoch, runter, Inventar öffnen und schließen. Inventargegenstände abwählen. Der Luxhelm springen, doppelter Linksklick. Schnelles Bewegen, Abkürzung. Schnelles Laden, Schnellspeichern. Ist dieses Schnellspeichern hier möglicherweise wichtig? So wie bei Desperados, ja, dass man zwischendurch immer wieder schnell speichern kann. Moment, ich glaube, ich muss das lesen und erzähle dann, warum ich das hier, was das Spiel angeht. Willkommen bei der Demo von Season of the Warlock. Bitte denke daran, dass es nur Ausschnitte von einem viel größeren und komplexeren Spiel ist. Die Szene, die du spielen wirst, findet direkt nach der Einführung statt. Also hier ein Rückblick. Am Anfang des Spiels gehen Lord Alistair Ainsworth und sein Diener Nigel zur Universität von Edgestow, wo der Aristokrat einen Vortrag bei der Fakultät für Geschichte hält, deren Unterstützer er ist. Sein Thema ist der enigmatische Waldemar the Warlock, der sein Reich mit eiserner Faust und mit Hilfe schwarzer Magie in der entfernten Gegend Groldavien geführt haben soll. Aber die wenigen, die seinen Vortrag besuchen, lachen ihn nur aus. Seine Untersuchungen sind in den Augen der Studenten lediglich absurde Behauptungen, bei denen es nicht einmal einen Beweis für die Existenz des Hexenmeisters gibt. Lord Alistair entscheidet frustriert, selbst nach Groldavien zu reisen und persönlich nachzuforschen. Nun, alles beginnt hier in Groldavien. Das klingt wie der Name aus einem Tim und Struppi-Comic, muss ich sagen. These records sent to me from Vastrasia are fascinating. Look, there is a radical drop in the Groldavian population around the supposed date of Gorobek's execution, due to a huge outbreak of Red Plague. It cannot be a coincidence. Do you understand what this means? That we moved here for you to do the same thing you could be doing in London. I do not accept such levels of candor. Besides, since we have been here, I have done nothing but advance my investigations. Every conspiracy is unraveled bit by bit, and this data gives sense to Waldemar's curse. Ja, um's kurz zu sagen, was das Spiel versprach und was mich optisch, ne, wie man auch hier sieht, angesprochen hat, ist, dass es halt irgendwie Gothic Horror zu sein verspricht. Und Gothic Horror, also nicht die Sorte. Weder die Tim Burton-Sache, die ein bisschen ausgelutscht ist, noch die jämmerliche, wir machen Heavy Metal Plattencover-Sache oder weinerliche Emo-Look-Sache, sondern Gothic Horror im Sinne von Filmen der Universal, Stummfilm Universal bis Hammer-Ära. Wenn das irgendwie Sinn ergibt. Und wenn ich den Herrn hier sehe, weiß ich, dass er basiert auf Vincent Price. Und wenn er sich umdreht, würde ich mich nicht wundern, wenn er auf Peter Lorre basiert. Und auch ansonsten das Ganze hier, ne? Diese die Farbgebung, Texturierung und so weiter, sehr schön. Und ich hoffe, dass das dem so ein bisschen gerecht wird. Die Musik ist es auf jeden Fall. Ob die Dialoge ist auch sein, wenn wir ihn sehen. So, ich habe überhaupt nicht zugehört. Aber egal. Niemals der Verschwörung das zu schreiben, was durch Dummheit angemessen erklärt werden kann. Das ist Occam's Razor, oder? Was da gesagt wird. Welcher Fluch? Curse. What are you doing during my lectures? The Warlock swore he would kill his three confidants with the very same weapons he was betrayed with. Krubajan forsook his leader, embraced the Christian faith and by means of it spread fear in the hearts of people. Lucanesk made use of his art to propagate a terrible illness in these lands. Surely that Red Plague. The mob blamed the necromancer, and Arkov supported the revolt and used brute force to eliminate the dissenters. Do you not see? Everything fits perfectly. Tja, ne? Also Krubajan, oder eigentlich Kruvajan, wenn ich mich recht erinnere, war der Professor aus, El Mascara del Demonio, ne? Von Mario Bava, Stunde, wenn Dracula kommt, mit Barbara Steele.
Kuvayan, hieß er doch, ne? Und Arkov, ne? Samuel Z. Arkov, der große Filmproduzent aus den 60er, 70er. Meine Gedanken schweifen so ab hier mit allem, was ich sehe, dass ich überhaupt nicht aufpasse. Außergewöhnlich. Extraordinary. But didn't we come here to find evidence of the existence of Voldemort? And what do you think this wonderful portrait we found here in such good condition is? I would not have found this in London. Though the style is not synchronous with the Warlock's life, this is most probably nothing but a curiosity. It may have no value at all to any serious investigation. Truth is... Oh, who am I trying to deceive? I'm a fraud! Also, grafisch ist das eine schöne Mischung hier, ne? Aus wirklich gemaltem... Tim Burtonescum von mir aus, ne? Varianz, also und glaubhafter Bewegung. Also wenn man jemals sowas wie, wäre das eine Idee, Roger Corman, Edgar Allan Poe Spiele zu machen, könnte man diese Grafik hier nehmen, aber die halt weniger witzig und quirky, sondern mehr realistisch. Das wäre, sage ich jetzt schon, wär ein Gewinner. Halten Sie durch. Wahrscheinlich muss... Don't be discouraged. With your foremost intellect, it won't take you long to make the great discovery for which humanity has been awaiting on edge. I know you try to cheer me up with your poor compliments, so I'll raise your salary, but all this unrelated data proves nothing. I came here looking for wonders, and in all these months, the only thing I could call as such is a move without incident. Damn. Where is the magic of these lands? These are just papers. I think you're being too harsh on yourself. It is possible. My desire for self-improvement is limitless, and that is taxing. Das war aber nicht das, was ich gerade angeklickt habe. You make me endure. My brain does not have enough sustenance to face all of these difficult chimeras. Ooh, my head. That bloody migraine again. I need a bath. Maybe thus I can get my thoughts in order and rid myself of the stench of failure I emit. Ich hatte mich übrigens geirrt hier mit Peter Lorre. Oh, that's perfect timing. Get rid of whoever it is before I lose my sanity. Weder optisch noch akustisch, aber cool wär's. Yes, what can I... What can I do you for? So this is the famous castle. Hey! I had expected something far worse. Actually, the decoration's very tasteful. Listen! I am Lady Florence of Richmond, Countess of Beresford, and the Baroness of Graldavia and Alturia. I wish to see your master. Please, announce me immediately. But... What are you waiting for? Your master has lived here for months and has still not come to greet me. That is not proper for an English lord, mysterious as he might be. Oh, look at those windows, Lily! Ah, okay. Jetzt kann ich was tun. Zum Studierzimmer Wappen. That's the coat of arms of the master's grandfather, a Scottish ship tycoon. I guess the ships remind him of where his fortune comes from. Tja, dann gucke ich mir jetzt mal Sachen an. Ancestor of the masters. I think it was this one who ordered peacekeeping massacres centuries ago. Peacekeeping massacres. There's a tradition of welcoming visitors with sweets, though we've never had many visits, so the licorice inside has become a kind of dusty, heavy mortar. Das ist süßig. Das ist süßig. Süßigkeit, wollte ich sagen. Das ist süß. Ja, the master ich... is in his room, up the stairs to the right. Ja, dann soll ich da hingehen. The master is in his room, up the stairs to the right. What? Muss ich sie splendor is a light in the darkness of this castle. Okay, er kommentiert sie nur, ne? Nothing. Er kommentiert die Leute nur. Zum Ballsaal. The master is in his room, up the stairs to the right. Ja, wie kann ich denn da hingehen? The master is in his room, up the stairs to the right. Ich kann mich ja nicht bewegen oder so. Doch, kann ich. So,
Da bin ich. I heard voices. Who was that? Some lady who insists on seeing you. She introduced herself schön, as the Baroness diese Reflexion des Wassers da. To me, she is like Countess Beverly. Kleinigkeiten, ne, die ich. Tell her I am. I don't know. Zu schätzen was. I'm not in the mood for showing courtesies to an old harpy. Well, she's certainly not old. Maybe you should have a look. Oh, for God's sake, how can I concentrate with a hysterical fossil howling down there? Make her stop. Right away, sir. I am sure Archimedes did not have to struggle with this misfortune. Anyone can be a genius that way. The master forces me to keep it alight day and night. Yes, firewood grows on trees, but it's poor Nigel who must go and fetch it every day. Okay, also wenn man in den ersten Szenen möglicherweise genug Zeit hat, sich umzuschauen. Ansonsten ist natürlich so ein bisschen die Frage, ne? Warum wird mir das angeboten? Ne? Das ist nicht, das ist witzig, aber naja, gut. Tolle Grafik. Finde ich sehr schön. I heard screams, my lady. What happened? My little Lily, he fled from my arms and ran. Oh, he must be lost now. Who knows what might happen to him in such a big castle? Don't worry, the castle is not as dangerous as it may seem. I'll find him safe and sound, I promise. Thank you. You are an angel. Ob er zu meinem kleinen Zimmer, im Ernst, wohne ich hier in diesem... Na gut, werde ich später rausfinden. Ich gehe mal in die Küche. Ne? Vielleicht hat er... Würstchen gerochen. Into the grinder, lured by the chicken liver of the master's puree. Okay. Wehe, der kleine Kerl stirbt. Das ist ein Fisch. Fisch brauche ich nicht. Fleischwolf, den werde ich jetzt nicht benutzen. He died with a full stomach, and then he ended up being part of the same paste he was digesting. Wieso ist er tot? Selbst wenn er da raufgesprungen ist und angefangen hat zu fressen. Warum sollte er seinen Kopf reingesteckt und gestorben haben? Ich kann jetzt nicht die Kurbel drehen. Will ich gar nicht. Schrecklich geschlachtetes Tier. Lily? Hey, pretty thing. Are you okay? Does that mean yes? Ja, der lebt doch noch. Lily? Hey, pretty thing. Are you... Okay. Wozu werde ich denn jetzt hier gezwungen, bitte? Ich höre doch noch ein Geräusch. Bewegt sich nicht? Sollte es eigentlich? Halsband. Lily. I think that's more than circumstantial evidence. Okay, jetzt habe ich das Halsband von Lily. Und jetzt muss ich den durch den Fleischwolf drehen. Ja, weiß ich nicht. Ja, das ist wahrscheinlich der Punkt dabei. Jetzt kann ich mir den Käse und den Fisch noch angucken und so. It's the master's favorite dish. In fact, he almost exclusively eats that. It must have a special appeal to vermin. So, das habe ich jetzt dabei. Ofen. It's a good one. I had to sacrifice 3 Christmases in order for the master to buy it. So, Käse, Brot, Schweinskopf. Oh, I'm eagerly waiting to put you in the oven. Mmm. Wieder offenbart sich hier so dieses alte Problem, ne, mit Point and Click. Bin ich dem Genre doch zu abhold, um das zu schätzen und zu wissen? Nein, also es gibt Dinge, wo ich wirklich absolut genervt war. Und hier ist es ja nicht so. Aber man hat trotzdem das Gefühl, ja gut, ne, was mache ich eigentlich? Oh, Lily! Ja, Have you found my Lily? I'm on it. Find him, please. He was a present from my late husband. If something happened to him, I would never forgive myself. Soll ich ihr das Halsband geben vielleicht? Ich gebe ihr mal das Halsband. Showing her that would give her an anxiety attack. Ja, und? Fortunately, I can keep that kind of harebrained idea at bay. Tja, was soll ich denn da noch suchen? Ich gehe mal in mein Zimmer. Dann sehe ich mal, wie ich lebe. Offenbar so. Ist das der Gestank meiner Schuhe?
Oder sind das Geister? I consider myself lucky to have two pairs of shoes. It's empty, but I keep one for emergencies. It's lucky I have it here. And a shame there's not even an ounce of ventilation and I have to sleep in fear of suffocating. Ist wahrscheinlich eine Anspielung, oder? Auf das auf das Schicksal vieler Bediensteter damals, ne, die erstickt sind oder Viktorianischer. Es gibt sogar einen Kanal, einen YouTube-Kanal, wo die ganze Zeit nur auf Viktorianern rumgeritten wird, ne, und wie ungesund sie gelebt haben und wie schlimm sie gestorben sind. Als wär das damals im viktorianischen England so gewesen, aber nicht in anderen Ländern, wo es bis heute so ist. The threadbare percale of my uniform has little in common with the soft and delicate fabrics of the master's suits. Tja, hier sind die Glocken. A service bell system similar to the one we had in London. Though, like in London, the master just yells at me most of the time. Na gut, Schaukelstuhl kann ich mich jetzt nicht hinsetzen. Habe ich irgendwie eine Möglichkeit, den Hund wieder zu beleben? Durch, ja. Two beasts with dragon heads, goat horns and lion bodies. Despite how they look, these are probably the nicest things around here. Kochbuch. A treasure of great recipes. This book has been with me since I first stepped foot in a kitchen. It's taught me everything I know. It's like a Bible to me. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwas drin. Wie man rückwärts kocht und Tiere wieder zum Leben erweckt. Two fine specimens. I would swear there were three yesterday. My trusty tools. Ja gut, dann hier ist ein Fisch. I was ready to cut it into pieces right when I was interrupted. So, kann ich hier noch weitergehen, vielleicht? Nein, kann ich nicht. Hier ist Ende. It's a good one. Ja, das habe ich schon gehört. At least he died with a full. Did he? Hey, pretty thing. Are you okay? Kann ich, ja, das habe ich schon gehört. Yes? Kurbel drehen ist nicht, ne? If I turn it counterclockwise, poor Lily won't recover. I can't understand how poor Lily could turn the crank and end up like this. It seems like something a ghost came up with. At least he died with a full ja, stomach. Ach man. Na, ich rede so gut über das Spiel hier. Vielleicht ist Point-and-Click wirklich einfach so verdammt Sozt zu sein, wie das hier immer ist. Mit Rechtsklick. Kann mein Inventar. I. Ja. Kann ich irgendwie einen Tipp haben? So, was das Spiel jetzt will von mir? Ich würde ja sagen, dass ich einfach die Kurbel rückwärts drehe. Oder das Tier da raushole. Und dann sehe, was damit ist. Hey, pretty thing. Are you? Ja, das ist ja immer noch zu hören ist. Also, bleibt mir wie, ich glaube bei fast allen Point-and-Click-Spielen, die ich so gemacht habe, nur alles andere auch auszuprobieren. Ach, guck mal. There's a little predator hidden under the carriage. That would explain the disappearance of the chicken from the kitchen. Come here, pretty thing. Oh, that beast almost tore my finger off. He seems hungry. Das ist so hübsch hier mit dem Pferd und den Glühwürmchen und so. Come here, pretty thing. Achso, ich hab doch meinen Dings dabei. That beast almost ja, ja, tore my ja, finger ja, off. Muss nicht wiederholen. Aufhören! So. Damit kann ich ihn rauslocken. Chew, little guy. Or you're gonna choke. Ist das jetzt der? He seems to have eyes only for his food. It's a good moment to act with precision and stealth. Easy, friend. Wow. He must think I'm trying to take the food I gave him myself. It's better not to get too close without a physical barrier between us. Physical barrier. He needs a good tune-up.
Irgendwas aus dem... Good old idol. Before the weight of the years took its toll on him, he was more talkative. But sure enough, he's always... Also... It was my bed when we moved yep. into this filthy place. My bunk in the cupboard under the stairs is made from hay, so I guess it still is. Idol wasn't a bad roommate, but his flatulence grows worse the older he gets. Das ist... ja. Ne? Eigentlich müsste ich gucken... Kann ich jetzt Töpfe nehmen? No, it's not the moment to start cooking. Nein, aber ich könnte Töpfe nehmen, um mich damit zu schützen. Ne? Dann habe ich was, womit ich mich schützen kann. Bunt Knoblauch. Beautiful and vital condiment. Die Kochtöpfe waren jetzt das, womit ich mich gerne schützen würde. Wenn ich schon Schutz brauche. Ofenplatte. Und haben eben eingelegte Eier. Versatile appetizer. I'm not hungry at the moment. And that's the most unusual circumstance. So nett, optisch. So herzig, ne, sag ich mal. Aber wieder mal, ne? Ich kann jetzt nicht einen Topf nehmen und dass das Spiel mir sagt, ja, gute Idee. Ne, eine Pfanne oder so. Ich kann ihn nicht einfach packen. Kann ich jetzt das hier nehmen und ihm umhängen? Ja, genau. Ne, doofe Idee von mir. Ja, habe ich schon gehört. But my bunk in the cupboard under the stairs is made from hay, so I guess it still is. Idol wasn't a bad roommate, but his flatulence. Ja, kann ich das? Danke. Und das Pferd habe ich auch schon genommen. Hufeisen, Wagen. Oh, but I don't have anywhere to go. And here there's a well-stocked kitchen. It needs a good tune-up, but as the master. Da muss ich in die Halle gehen. Eine Amphore vielleicht. Habe ich doch noch was in meinem kleinen Zimmer? Oder ist oben was, wo der Meister ist? The place I keep my clothes when I'm not wearing them. The threadbare percale of my uniform has little in. Ich hatte für einen kurzen Moment das Gefühl, hier die Schuhe. Ja, dass ich den mit dem Gestank meiner Schuhe vielleicht ihn betäuben könnte oder so. My grandpa spent months in that room. Ja, hier wird mir dann... The three of them lived happily together. My grandparents was a modern, open-minded marriage. Jetzt wird mir erzählt, ne, was ich sehe und so weiter und so fort. Und ich muss das Richtige finden, um da drüben was zu tun. Weil meine Idee mit den Töpfen halt nicht gut war. Dann muss ich wieder rausgehen. Und zum... Kann ich Kronleuchter nehmen, dieses Ding hier, Süßigkeiten. Die Amphoren. Two of those relics the master insists on buying. I don't know how much dust has accumulated and how much is an actual. Ja, ich höre mir das mal nicht zu Ende. Nein, nicht Küche. Hier oben zum It leads to a great ballroom for large receptions. Though the only receptions there for a long time have been held by spiders. Wie kann ich denn nochmal zum Schlafzimmer des Meisters gehen hier? Guck mal, ob da noch irgendwas war, was ich brauchen konnte, was ich übersehen habe. Bett. Zur Halle. Kann ich dem Meister kurz noch Bescheid sagen, dass der Hund gesucht wird? Schere. Die kann ich einfach aufheben. With these I cut the master's hair. Though I confess I'm tempted to use them in another way. The only salt I know of is in the kitchen. It's big-headed and devious, just like the master. It's a squatting figure with a tense expression. Ironically enough, it smells quite good. Did you get rid of that howling Gorgon yet? It's not as easy as it seems. Do I have to do everything myself in this house? No. Just enjoy your bath. Finish this as soon as possible.
Ja, Shampoo. Was kann ich zum Shampoo sagen? Ich kann es einstecken. Es wird wichtig sein. No more suffering shampoo. Avoid lice, chemical burns, eye lacerations and the more than probable permanent sight loss other shampoos cause. Usage. Apply dry, rub and immediately rinse. Attention, do not exceed the recommended dose or application time. It can cause hair discoloration and hyperseborrhea. Vanilla perfume. Das war eine Menge Informationen für dieses Shampoo. Man muss eine bestimmte Art Mensch sein, nehme ich an, ne? um diese Spiele in der Form zu schätzen, wie sie hier sind. Nach Groldavien. Ich kann einfach abhauen hier. Muss ich das wirklich, oder kann ich hier gucken, ob ich jetzt irgendwas vielleicht mit dem Shampoo tun kann oder so. Dazu muss ich es wahrscheinlich erstmal einfangen, ne? Aber egal, ich guck mal. Shampoo? It would be better to catch him first. Fortunately, I can keep that kind of hair-brained idea at bay. It would be better to catch him first. Ja, und da muss ich exakt die Möglichkeit finden, ihn zu fangen. He seems to have eyes only for his food. It's a good moment to act with precision and stealth. Easy, friend. Wow, he must think I'm trying to take the food I gave him myself. It's better not to get too close without a physical barrier between us. Ja, hier sehe ich Kisten. Die würde ich nehmen. Oder ich würde Heu nehmen. Aber ich kann ja... How are you doing, old friend? How's life been treating you? I couldn't agree more. Aber ich kann ja nicht, ich kann ja nicht sagen, hey, ich versuch's mal mit dem Heu. War das nicht so früher? Kann mir das jemand sagen, der früher Spiele gespielt hat? Ja, Day of the Tentacle, die Lucas-Filme, hier Grim Fandango und so weiter. Waren die erfolgreich auf die Art hier? Dass man das richtige Ding finden muss und sich dann freut. Ich weiß, dass ich sowas auch in den 90ern mal gespielt habe. Aber... andererseits, also ein Erfolgserlebnis wäre es doch. Angenommen, ich bin jetzt hier der Spieldesigner. Ja, dass ich hier so schöne Bilder habe. Und wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, zur Kutsche zu gehen und da irgendwas, ein Stück Polsterung zu nehmen oder irgendein, oder eine Latte hier findet, die da ist. Oder Heu auf den Hund zu werfen. Oder das Heu auszukippen und stattdessen die Kiste da zu nehmen und auf den Hund zu stülpen. All das sollte irgendwie möglich sein, oder? Und wenn ich in die Küche zurückgehe... Kann ich jetzt gar nicht. Und wenn ich in die Küche zurückgehe und jetzt hier Kochtöpfe nehme oder im Buch irgendwas finde, dass ich mindestens 5 verschiedene... Mindestens 3, okay? Also mindestens 3 Lösungsmöglichkeiten habe, den Hund einzufangen. Das würde erstens mir als Spieler das Gefühl geben, hey, ich habe mein Nachdenken lohnt sich... Und ich kann mit der Optik, die nun mal hergestellt wurde für dieses Spiel, auch sinnvoll interagieren. Oder, es hätte einen Wiederspielwert, weil ich dann sagen kann, okay, beim nächsten Mal verzichte ich auf die Dinge, die ich schon benutzt habe und versuche andere Wege zu finden. Und ich gucke mal, wie viele Wege die sich ausgedacht haben. Ja, stattdessen hier... It's half rusted, even if it's of no use for cooking. Maybe I can find another use for it. Ja, danke. Ne? Die Töpfe und Pfannen da oben. Keine Chance. Der Topf hier ist das, was ich brauche. Und damit kann ich jetzt den Hund fangen. Genau damit. Unmöglich, das damit zu machen. Ne? Aber es kann sein, dass ich gleich noch die Chilischoten hier unbedingt brauche für irgendwas. Ja, ja. So schöne Optik. Ja, was mache ich jetzt? Come with Uncle Nigel. Now that he's not hungry and sees I'm not gonna hurt him, he's quite docile. In the end, I'll grow fond of him. It's what happened with the master. Da, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn dabei.
So, und ja. Oh. Diese ständigen Wiederholungen. Ich weiß, wenn man Artisy Draft benutzt, um sein Spiel zu schreiben, ne, dann kann man darauf verzichten, dieselbe Sache 10-mal zu sagen, weil das Spiel sich merkt, dass das schon mal gesagt wurde. So, jetzt muss ich den Hund schamponieren. I used all the shampoo. I have to remember to buy some more. Sehr schön. Das ist nämlich Mehl. Primal Element. Achso, ich dachte, dass ich den Hund jetzt weiß irgendwie machen muss. Das hätte man auch ein bisschen schöner machen können, ne? Dass ich ihn da irgendwie so zurechtstutze oder so. So, und jetzt noch das Halsband anlegen, ne? He needs a rinse. Yes. I'm afraid the Baroness would notice the difference. Ja, dann brauche ich wohl Wasser. Gibt's ein Wasser? Gibt's hier Wasser in der Küche? Irgendwo. Nein, wie kann ich ihn rinsen? Mit eingelegten Eiern? Mit einem Bohnentopf? Vielleicht beim Meister im Badewasser. Ich guck mal nach. Darf ich den jetzt da zum Meister mit reinwerfen? The master doesn't appreciate pets much. I'm not sure whether it cause him to panic or fly into a rage. The master says there's an Asian belief about water having memory, so soaking in it until you're as wrinkled as a raisin helps absorb knowledge. I prefer higher grade liquids to draw inspiration from. And I'd rather dry clean. Okay. Muss ich jetzt. Ne, die Flasche, die unten ist, die konnte ich ja nicht. Die Flasche, die unten ist, konnte ich eben nicht nehmen, ne? Sonst hätte ich sie ja dabei. Badesalz. The only salt I know of is in the kitchen. The master said. Ja, danke. Das heißt, das einzige Wasser, das hier ist, da sitzt der Meister drin. Und ich müsste jetzt irgendwas haben, um das Wasser dann abzufüllen. Dazu muss ich erstmal den Meister ablenken, dazu muss ich das finden, dann muss ich... Blablabla. Ja, das ist die Art Spiel. Kann ich nach Groldavien gehen eigentlich? Behind those doors is a barren plain that separates us from human warmth. I have nothing to do there right now. Gut, einzige Chance, die ich noch habe. Ist wieder in meinem Zimmer zu gucken, ob ich da irgendwas habe. Leather sofas are difficult to clean, but they seem to be pretty comfortable. I could never know for sure. Our relationship with them is business only. So, Schrank zu. Dahinter war die Flasche. It's empty, but I keep one for emergencies. Ja, da kann ich auch nichts drin abfüllen. Und ansonsten habe ich nichts hier. Schuhpolitur. I was cleaning my shoes when I was interrupted by an absurd assignment out of nowhere. But there's so little left to do. Someday soon I'll finish. Ja. So. Ich müsste jetzt irgendwas finden, um den Hund auszuspülen. Na, dann wird er wiedererkannt. Und ich habe hier nichts Flüssiges gefunden, außer da, wo mein Meister ist. Ja. Um auf die Frage von eben zurückzukommen. Gibt es jemanden, der diese Spiele so in der Form liebt? Wie gesagt, Lucasfilm-Spiele, an die ich mich erinnere, da gab es verschiedene Dinge, die man machen konnte. Und ich weiß auch noch diese furchtbare Sache, ne? Go left, take this und so, ne? In den 80er Jahren sogar noch, wo man dann versuchen konnte, verschiedene Dinge zu... Also, das muss sich doch weiterentwickelt haben. Denn wenn es damals das Problem gab, dass man 10-mal rumprobiert hat, irgendwas zu tun, hat es trotzdem seine Fans gefunden. Heute muss es doch Sicherungen geben, das zu verhindern, dass das passiert, was ich jetzt hier mache.
dass ich 10-mal herumlaufe und das versuche und das suche und ich habe eigentlich genau im Kopf, was ich machen müsste. Ich könnte spucken auf den Hund, ja, und ihn damit rinsen. Also, ne, wenn ich einfach nur Flüssigkeit bräuchte. Ich könnte jede beliebige Flüssigkeit nehmen, die ich hier finde oder so. Und ja, nee, das erlaubt das Spiel nicht. Nee, lauf mal rum, probier mal, ne, bis du irgendwo was findest. Und das ist oder spricht das irgendwie wirklich so Rätselfreunde an, die dann logisch denken, ja, dass ich jetzt zum Beispiel in der Küche den Käse nehme und den Käse auswringe. Gab's ein Märchen, oder, wo das passiert, ja, der Schneider und der Riese oder so. Das ist so ermüdend. Aber ist das nur für mich ermüdend? Oder ist das, ne? Also gibt es Leute, die darauf stehen, dass sie sagen, ich muss das Richtige finden. Und die auch völlig ignorieren können, was ihre eigenen Ideen sind, ob das gute Ideen sind, sondern die sagen, endlich habe ich die richtige Idee gefunden. Ne? Ich musste die Amphore zu drei verschiedenen Gelegenheiten anklicken. Ich musste dreimal weggehen und dann wieder zurückkommen. Dann die Amphore anklicken. Dann findet man da drin eine Nadel. Und mit der Nadel kann ich zum Pferd gehen. Das Pferd kann ich pieksen. Und dann läuft das Pferd nämlich weg und tritt dabei irgendwie die Tür auf. Und draußen regnet's. Und dann kann ich wieder zurückgehen. Und dann kann ich die Flasche in meinem Zimmer dann aufheben und damit draußen Regenwasser fangen und damit den Hund ausspülen. Ne? Gibt es Leute, die das toll fänden, die dann sagen würden, ja, so sollte ein Spiel sein. Das ergibt Sinn. Ich wäre es nicht. Also ich gehöre nicht dazu. Und das ist sehr schade, weil dieses Spiel hier rein optisch, ne? Ich war ja am Anfang ganz begeistert. Ne? Und auch jetzt von der Optik her bin ich begeistert. Aber seien wir ehrlich, eigentlich ist das völlig egal. Ne? Es ist nicht, dass ich hier irgendwie das Gefühl kriege von Gothic Horror und so weiter. Es ist einfach nur ein Disappoint-and-Click-Ding. Bei dem ich irgendwie exakt die richtige Sache finden muss. Das ist nicht komplett unerfreulich. Und ich freue mich auch, wenn jemand in den Kommentaren schreibt, ja, doch, mir gefällt es so, wie es ist. Ich habe keine Vorstellung davon. Muss mir später dann mal die Kommentare angucken. Bei Steam. Leider ist es das hier nicht. Thank you.